Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück hier zu Erben der Erde, die große Suche. Im letzten Part haben wir als Riff der Fuchs die wunderbare Aufgabe bekommen, die Sturmkugel zurückzuholen, die offensichtlich geklaut worden ist. Und da wir natürlich als verschlagene kleine diebische Füchse als erstes in Verdacht geraten sind, haben wir vermutlich wir die geklaut und wir sollen jetzt beweisen, dass dem nicht so ist. Insofern haben wir uns dann letztes Mal ein bisschen mit den Besuchern des Jahrmarkts unterhalten und hofften dort irgendwie Aufschluss zu bekommen über Möglichkeiten, wo denn die Kugel hin sein kann. Bis jetzt leider noch ohne wirklichen Erfolg, deswegen laufen wir erstmal weiter über den Jahrmarkt und schauen, was wir denn noch so finden und wen wir denn noch so finden. Letztes Mal waren wir in der Jahrmarkt, bei der Jahrmarktfrau, hier sieht es nach Schenke aus. Drink! Ja, ich trinke immer gerne, ne? Kann man da oben noch irgendwo lang? Da ist ein Haus. Gehe zur Tür. Öffne. Das ist noch oldschoolig, ne? So. Gehe zu alter durchgesessener Stuhl. Schauen wir uns den mal an, ob wir da was finden können. Da ist nichts Besonderes dran. Können wir den mitnehmen? Ich glaube nicht, dass es den Leuten Schau an. Fenster. Schauen wir uns mal das Holzbett an. Ich weiß nur, dass ich sehr bald genauso ein warmes und weiches Bett brauchen werde. Erstmal müssen wir schauen, ne? Such mal bitte, ob du da irgendwas findest. Oh, ne. Scheint das ist nur ein alter Tisch. Okay, dann raus hier. Mal gucken, wen wir hier noch so finden. Diese alten Spiele haben einfach noch irgendwie Charme, oder? Es ist einfach schon süß. Was ist das? Das sieht aus wie ein Bär. Ja, Händler. Reden wir mal mit dem guten Händler. Entschuldigung, mein Freund. Ich führe eine Untersuchung durch. Würde es dir etwas ausmachen, mir ein paar Fragen zu beantworten? Du möchtest mir Fragen stellen? Ich bin nicht sehr gut im Beantworten von Fragen, aber ich werde es versuchen. Wo warst du letzte Nacht? Den weiß ich. Sag's mir nicht. Lass mich nachdenken. Lieber Bär. Ein Moment. Lass mich überlegen. Letzte Nacht. Heute bin ich hier. Oh ja. Letzte Nacht war ich auch hier. Ich habe meine Waren für den Verkauf geordnet. Und was genau verkaufst du? Was ist das genau, was du verkaufst? Süßigkeiten. Früchte am Stiel. Honig am Stiel, Früchte mit Honig am Stiel. Ja, was auch sonst als Bär, ne? Wenn es süß ist und an einen Stiel passt, dann verkaufe ich es. Schleckermäulchen. Wer könnte die Kugel gestohlen haben? Was glaubst du, wer die Sturmkugel gestohlen haben könnte? Das ist eine harte Nuss. Wer stahl die Kugel? Lass mich nachdenken. Ich glaube, es war der Dieb. Der Dieb. Nein. Genau. Wenn du den Dieb findest, dann hast du die Person, die die Kugel gestohlen hat. Wir haben es hier mit einer Intelligenzbestie zu tun. Warum würde jemand die Kugel stehlen? Warum würde jemand, der Dieb die Kugel stehlen? Vielleicht ist sie hübsch. Vielleicht schmeckt sie gut. Vielleicht macht es Spaß, sie kullern zu lassen und damit zu spielen. Was weißt du über die Kugel? Sie wurde gestohlen. Ich weiß, dass sie gestohlen wurde. Ich weiß nur nicht von wem. Ich wette, das war der Dieb, von dem du die ganze Zeit sprichst. Ich habe nicht gesagt, dass es einen Dieb gibt. Du hast das gesagt. Es gibt keinen Dieb? Oh, das ist gut. Es wäre wirklich schlimm, wenn jemand eine dieser Kugeln gestohlen hätte. Oh Gott. Ah! Facepalm, Batz, Batz, ne? Welchen Rat würdest du mir auf der Suche nach der Kugel geben? Lass mich nachdenken. Nimm warme Kleidung mit, insbesondere ein paar Fäustlinge und einen warmen Hut. Vergiss deine warmen Socken nicht. Sei immer höflich und sag bitte und danke. Wow, ich glaube, da ruft mich jemand. Was ist das? Was ist was? Ich glaube, da ruft mich jemand. Ich höre nichts. Vielen Dank für deine Hilfe, lieber Bär. Und halt die Ohren steif. Ja, machen wir doch immer, ne? Fuchs halt. So, hier ist gerade der Otter langgelaufen. Mit dem müssen wir auch noch schnacken. Wo ist er? Wo ist der Otter? Kann man da auch reingehen? Öffnen wir mal die Tür. Okay, es ist das gleiche Haus wie von gerade eben. Da ändert sich also nichts.
Wo ist der Otter? We need the Otter. Ich öffne jetzt diese Tür auch nochmal. Wobei ich das Gefühl habe, ja, das ist immer der gleiche Raum. Man soll hier wohl auch einfach noch nicht so wirklich in die Räume rein. Wir müssen hier einfach mit den Leuten quatschen, vermutlich, die hier so rumlaufen. Wo ist der Otter? I'm looking for the Otter. Die Musik wird doch langsam ein bisschen dudelig, ne? Also man nimmt sie in sich auf, will ich mal sagen. Wo ist der Otter? Kann der Fuchs auch rennen? Ah, ich glaube, wenn man doppelklickt, geht das schneller. Ah, das ist wieder der Bär. Um Gottes Willen, bloß nicht. Hätte so mit ein bisschen mehr Plan rumgehen sollen, ne? Es ist ein bisschen verwirrend, dieses ganze Gebiet. Die Dinger kann ich mir nicht angucken. Mhm. Das sieht erstmal nach Ende aus, dann geht's wohl nicht weiter. So, öffnen wir die Tür auch nochmal, testweise. Alter, durchgesessener Stuhl, Fenster, Bett, also bleibt... Du bewunderst wohl mein gutes Benehmen, was? Den Elch angeschaut, das fand er wohl geil. Ist gut, Elch. Bisschen eingebildet, hä? Er klingt auch so ein bisschen wie so ein Brite, ne? So, hier ist wieder Drink. Hier muss jetzt noch ein paar mehr Leute gehen. Ich habe doch den Otter gesehen. Wo ist der Otter? Da ist die Ratte wieder. Da ist noch ein Zelt. Ist das das Zelt der Wahrsagerin? Ja, hier ist die Wahrsagerin. Okay. Gehen wir mal weiter hier entlang. Will da noch mehr Zelte finden. Es scheint auch einfach nur, ist einfach nur Ende. Da ist noch ein Zelt. Achso, das ist das Zelt. Okay. Da brauchen wir nicht hin. Das war das Kampfzelt. Hier. Das ist das Widder. Mit dem haben wir schon gesprochen. Mit dem reden wir auch definitiv nicht noch ein zweites Mal. Einmal war völlig ausreichend. Oh, wen haben wir denn da? Das sieht doch irgendwie hundemäßig aus. Reden wir mal mit der guten Dame. Entschuldige mich, gute Frau, doch meine Gefährten und ich suchen nach der Sturmkugel. Die Kugel? Scheint ein Frettchen zu sein. Wo warst du letzte Nacht? Vielleicht könntest du uns erzählen, wo du gestern Abend warst. Ich war in meinem Wagen und habe meine Skulpturen für den Verkauf vorbereitet. Sie sind sehr schön, nicht wahr? Gibt es jemanden, der das bestätigen kann? Ich fürchte nicht. Vom frühen gestrigen Abend bis heute Morgen hat mich niemand gesehen. Sie gestikuliert ziemlich viel, ne? Wer könnte die Kugel gestohlen weißt haben? Weißt du, wer die Kugel gestohlen haben könnte? Jemand, der sehr gerissen ist. Die Kugel war sehr schwer bewacht. Wenn sie also jemand gestohlen hat, dann ist es jemand, der sehr schlau ist. Oder jemand, den die Wachen nicht verdächtigen. Da der einzige schlaue Fuchs ist nicht wahr, wird es wahrscheinlich jemand sein, der die Wache austricksen kann. Warum würde jemand die Kugel stehlen? Was würdest du mit solch einer Kugel machen, wenn du sie hättest? Ich würde sie versteckt halten, herausfinden, wie sie funktioniert. Was für eine wunderbare Arbeit. Welch Geschick ist dafür nötig? Was weißt du über die Kugel? Was weißt du über die Kugel? Ich weiß, dass sie die Geheimnisse der Natur in sich trägt. Aber ich begreife nicht, wie sie funktioniert. Es ist mein größter Wunsch, sie einmal zu öffnen und hineinzuschauen. Du willst die Kugel öffnen? Eines Tages. Das lassen wir mal lieber sein. Welchen Rat würdest du mir für die Suche nach der Kugel geben? Kannst du uns für unsere Suche einen Rat geben? Bei der Suche kann ich euch nicht helfen. Aber wenn ihr sie gefunden habt, würde ich euch raten, alles darüber zu lernen, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Dann kommt mit dem Wissen zu mir und ich versuche, eine weitere herzustellen. Wir könnten sehr reich damit werden. Das glaube ich dir, aber... Danke sehr, guten Tag. Vielen Dank für deine Zeit. Ich muss jetzt gehen. Vergiss nicht, was ich gesagt habe. Ich werde eure Rückkehr erwarten. Das ist unser Ehen, okay. Das sind die tollen Figürchen hier. Gehen wir mal weiter. Wir folgen mal einfach dem Weg. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. So, jetzt hier mal eine doppelflügrige Tür. Hier ist bestimmt ordentlich was los. Nee. Es bleibt gleich. Alles klar. Gut. Ich höre auf, jetzt in Häuser reinzugehen. Das hat hier in diesem
Bereich, glaube ich, wirklich wenig Sinn. Hier ist ein kleiner Garten. So. Tja, was gibt das denn noch hier? Das war jetzt das Frettchen. Wir brauchen auf jeden Fall noch den Otter. Den habe ich ja schon rumlaufen sehen. Wenn es ein Otter ist, ich gehe mal davon aus. Da ist das Widder wieder, hallo. Ein Widder vor den Kopf gestoßen. Ah, witzig. So, gehen wir mal hier entlang. Schauen wir mal, hier ist noch ein Zelt. Oh, wer bist du denn? Marktbesucher, reden wir mal mit dir. Entschuldige mich, gute Frau, dürfte ich dich einen Moment mit ein paar Fragen belästigen? Oh, schon gut. Frag nur. Aber mach es kurz. Wo warst du letzte Nacht? Wo warst du gestern nach Einbruch der Dunkelheit? Wo ich war und was ich tat, ist nichts, was du wissen müsstest. Ich bin ein neugieriger Fuchs, ich will das wissen. Wer könnte die Kugel gestohlen haben? Hast du irgendwelche Vermutungen, wer die Sturmkugel gestohlen haben könnte? Es gibt hier genug Leute, die das getan haben könnten. Ich würde hier niemanden ausschließen. Warum würde jemand die Kugel stehlen? Könntest du dir vorstellen, warum jemand die Kugel stiehlt? Die Leute sind böse. Sie sind schlichtweg böse. Ja, sind sie alles samt. Sobald du etwas Schönes bekommst, taucht jemand auf und stiehlt es dir. Das war schon immer so und so wird es immer bleiben. Na, da ist aber jemand sehr pessimistisch und depressiv, ne? Aber was weißt du über die Kugel? Hast du irgendwelche Informationen über die gestohlene Kugel? Nun, sehe ich aus wie jemand, der Informationen über eine dieser dummen Kugeln hat? Es scheint, dass die Leute so viel Wert auf diese Kugeln legen, dass sie vergessen haben, die Dinge selber zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja, welchen Rat würdest du mir für die Suche nach der Kugel geben? Der einzige Rat, den ich dir geben kann, lautet, keinen Rat anzunehmen. Sie wissen nicht, wovon sie reden. Sie versuchen, dich zu bestehlen oder zu betrügen. Oder nehmen sich, was immer du hast. Leute sind ebenso. Danke, gute Frau. Ich muss jetzt gehen. Vielen Dank für deine Zeit und deine Weisheit, gute Frau. Es war wahrlich ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Nun, danke schön, junger Mann. Es war auch schön, mit dir zu reden. So ein höflicher junger Mann. Viel Glück für dich und deine Freunde. Und sei vorsichtig. Es gibt so viel Bosheit dort draußen, weißt du? Oh ja, leb wohl. Ich glaube, das sollte ein Igel sein. Gut, die hat uns auch nicht wirklich weitergeholfen, aber immerhin waren wir sehr nett. Das ist doch auch schön. Da ist ein Zelt. Da wollen wir doch mal rein. Gehe zu Geldwechsler. Oh, Geld. Oh, hier sieht noch Gold aus hier. Aber kann man auch wieder nichts nehmen. Wir können es ja mal versuchen. Nimm Gold. Nee, geht nicht. Da kann man nichts nehmen. Also reden wir einfach mit dem guten Mann. Guten Tag. Mein lieber Maulwurf. Ich frage mich, ob ich vielleicht etwas tauschen könnte? Was möchtest du? Fragen nach der Kugel. Wir brauchen Informationen. Wir untersuchen das Verschwinden der Sturmkugel. So. Dann seid ihr also diejenigen, die den Jahrmarkt ruiniert haben. Haut ab, ich habe euch nichts zu sagen. Dann weißt du also nichts über das Verschwinden der Kugel. Ich weiß von gar nichts. Nun lass mich in Ruhe. Haben in letzter Zeit größere Mengen Geld den Besitzer gewechselt? Nein, und wenn es so wäre, dann würde ich es euch nicht sagen. Alles außerhalb meines Zeltes interessiert mich nicht. Und da hier kein Geld verschoben wird, bitte ich euch zu gehen. Adieu. Sei doch nicht so. Beschuldige ihn am Diebstahl der Kugel. Ja, lieber nicht. Frag um Rat. Wir haben nur sehr wenig Geld. Kannst du uns helfen? Das hängt davon ab, was ihr an Wertgegenständen habt. Läuft einmal um mich rum? Nichts. Außer meiner Silbermedaille. Ah, Silber. Ich gebe dir 20 Goldstücke dafür. Meine Medaille ist nicht verkäuflich. Mehr als 20 Goldstücke kann ich dir nicht geben. Nimm sie oder lass es sein. Du verstehst nicht. Eine Freundin sagte mir, dass ich stolz auf diese Medaille sein solle. Ich trage sie für sie. Nun gut, mein sentimentaler junger Freund.
Akzeptiert die Medaille zu verkaufen. Wir brauchen Geld. Und außerdem, wenn wir sie nicht retten können, dann wird uns das auch nichts mehr bringen. Also komm hier. Ich habe mich entschlossen, auf dein Angebot einzugehen. Und welche Art war das Angebot? Du hast angeboten, meine Medaille zu kaufen. Aber du sagtest doch, dass du sie zum Segen deiner Freundin nicht verkaufen wolltest. Es ist für ihren Segen, dass ich sie jetzt verkaufen will. Kann ich die Medaille einmal sehen? Ja, natürlich. Sie ist aus purem Silber. Ah ja, in der Tat. Sehr schön. Ich gebe dir 15 Goldstücke dafür. Hat er nicht gerade eben noch 20 gesagt? 15 Goldstücke? Du sagtest, du würdest mir 20 dafür geben, als ich das vorige Mal fragte. Das war vorher. Nun haben wir vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt gewechselt. Ja, scheiße. 15 sind mein Angebot. Nimm an oder lass es sein. Aber du... Halte ihn von mir fern, sonst bekommst du gar nichts. Geduld, Freund Ock. Wir dürfen ihm nichts tun. Das ist nichts anderes als Straßenräuberei. Da hat Ock recht. Das ist nur das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und in diesem Fall habe ich die Ware, die ihr wollt. Ach komm. Nimm das Angebot an oder verschwinde. Ach komm, machen wir. Das ist zwar ein schlechtes Angebot, aber ich muss es wohl annehmen. Wir brauchen Geld. Ohne Geld kommen wir nicht weiter. Ich akzeptiere. Aber Riff. Wir haben keine Zeit mehr zum Diskutieren, Freund Ock. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Hier bitte, junger Fuchs. Zähle nach, wenn du möchtest. Das werde ich tun. Ihr kommt doch wieder, oder? Na, mal gucken. Ich freue mich schon auf unser nächstes Geschäft. Maulwürfe, ey. Fragen nach der Kunde. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag. Dass ihr mir jetzt echt gedankt habt. Und? Schau an, Münzen. Die sind frisch gemünzt. Okay. Sind sie noch 15? Das ist die Frage. So, ich suche immer noch den Otter. Irgendwo muss ja dieser Otter noch sein. Ich will mit dem reden. Ich habe ihn gesehen. Wir suchen jetzt einmal nochmal nach dem Otter. Wenn wir ihn dann nicht finden, dann weiß ich auch nicht. Dann hat er Pech gehabt, dann darf er nicht mehr mit uns reden. Aber er läuft doch hier irgendwo rum. Wir folgen einfach mal den Hauptwegen, weil die werden sich wahrscheinlich an den Hauptwegen entlang bewegen. Also wenn wir dem Weg hier folgen, wird der Otter schon irgendwann noch auftauchen. Jetzt wieder so ein Häuschen. Ich öffne nochmal wieder die Tür. Soll sie aufmachen? Nein, nicht dahin gehen. Öffne. Öffne. Tür. So ist es fein. Und rein. Alles klar. Ich gebe es auf. Ich gebe es ja doch nicht auf. Ich mache sie trotzdem immer wieder auf, weil ich Hoffnung habe, dass da vielleicht jetzt was anderes drin ist. Man weiß es ja nicht. Da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können mit den Innereien der Häuser. Also, dass alle hier auf dem Marktplatz die gleiche Inneneinrichtung haben, den gleichen durchgesessenen Stuhl, ist ein bisschen langweilig. Aber ey, ist ein altes Spiel. Sieht für die damalige Zeit doch jetzt eigentlich ganz nice aus. Wo ist der Otter? Verdammt nochmal. Kann nicht sein, er muss doch hier irgendwo rumlaufen. Kann nicht gehen, ohne mit dem Otter gesprochen zu haben. Wer weiß, was der erzählt. Außerdem sind Otter niedlich. Die sind voll süß. Ich will mit dem Otter sprechen. Ah, Bär, hast du den Otter gesehen? Ich will dich eigentlich gar nicht fragen, muss ich, wenn ich ehrlich bin, ne? Folgen wir einfach weiter den Weg. Drink! Wo ist der Otter? Das ist die Ratte. Warum laufen die auch rum? Der war auf jeden Fall auch mal hier. Hier habe ich ihn auch mal gesehen. Wir gehen jetzt einfach diesen Weg hier lang. Was soll's? Da ist er, da ist er. Reden, 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 reden. Schnell. Rede mit Otter. Entschuldige mich, Freund. Können wir dir ein paar Fragen stellen? Zeit ist Geld, mein Freund. Wenn du das eine willst, dann kostet es dich das andere. Aber wir haben nur wenig Geld und das brauchen wir für die Suche nach der Sturmkugel. Tut mir leid. Wie ich schon sagte, ohne Preis kein Fleiß. Wiedersehen. Vielleicht hat das ja einen gewissen Wert für dich, wenn dein Kopf an deinem Körper bleibt. Ja, das hat es bestimmt.
Hat also funktioniert. So, der Part ist aber vorbei, deswegen machen wir jetzt gerade erstmal hier kurz einen Break. Ich bedanke mich soweit bei euch erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gerne unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.